zusammen bei einer erneuten Runde Tales of Escape. Heute mit am Start Nasra und wie immer die Fiene. Nein, ich bin nicht da. Hallo. Ich bin total klein. Seht ihr mir das? Guck mal, ich bin so winzig. Du bist bei uns genau richtig, eigentlich. Ey, das sieht total krank aus. Ich kann unter euch so durchfahren. Das sind die Crash-Tester. Ja, ja. Kann man das hier mitnehmen? So. Gib mir das mal. So, wir spielen Illusion. Ja. Gefangen in deinem eigenen Kopf, gefangen in dem eigenen Traum. Ihre Wächter ist für 2 Stunden... Ihr Wächter ist für 2 Stunden weggegangen und sie müsste das Tablette-Gegenmittel finden. Das ist eine tolle Übersetzung. Um in die Realität zurückzukommen. Zu führen und zu fluchten. Jetzt komme ich gerade auf Sprache. Ich bin immer noch auf Englisch da unten, deswegen war ich gerade verwirrt. Okay, aber uns steht auf Deutsch. Auf Englisch war es wahrscheinlich auch um einiges sinniger und ja, besser. Ja, wir fluchten jetzt. Ja, wir fluchten. Das war bestimmt so Google-Übersetzer-Scheiß, das wir ja, daran haben. Oh, nee, jetzt macht's mir Angst. Ich habe was gefunden. Was? Bei mir lädt das doch. Achso, oh, Entschuldigung. Du bist schon im Spiel? Nee, fang ruhig an. Ich guck schon Sachen an. Ich wollte gerade sagen, ich bin schon gucken. Was? Stationäre Karte, Name Robert Jason. Bin pro Tag 7. Oh, da hat aber 4 gesagt. Naja. Okay. Ich habe hier eine 2. Eine 2, okay. Ich leg die mal hier hin. Sieh dir den Würfel genauer an, indem du die F-Taste. Achso. Y. Aber eine Matratze und kein Würfel, ne? Das Fiene hat die Matratze aber, in der Hand. Du kannst den Würfel rotieren, steht bei mir. Ja, du kannst F drücken und dann dir alles genau angucken. Das ist halt kein Würfel. Nee, ist eine Matratze. Okay, kommt man hier irgendwie schon raus? Ich hab Wasser gefunden, juhu! Okay, wir können hier durch. Also, soll ich nehme mal die Karte mit, ne? Oder ja, du nimmst die Karte mit. Ich hab die gerade, ja. Okay, was ist das, ein Brett? Oh, hier fehlt eine Sicherung, eine rote. Oh, ich probier's mit 2. Dunkel, ne? Oh. Das ist schön gewesen. Oh, hört ihr die Schreie? Ja, ja. Wasser. Oh, da will Wasser. Wir haben die ganze Zeit hier warm Wasser da vorne drin im Raum. Guck mal hier auf dem Boden. Was abgeschlossen ist noch, ne? Spatz. Ja. Da auf dem Boden. Ja. Nimm es mal mit, Wasser. Oh, hier kommt eine. Genau, und will Wasser haben. Schmeiß mal Wasser rein da. Jetzt kam ein Schlüssel raus. Ja, sehr gut. Cool. Wer nimmt den? Ich hab einen Schlüssel. Achso, okay. Ah, warte, ich glaube, der Schlüssel ist für in dem ersten Raum, wo wir waren. Da war so ein Kästchen abgeschlossen an der Wand. Oh, ich habe die Karte verloren. Die liegt hier am Boden. Das ist uns auch doch. Weißt du noch, wo uns das passiert ist, wo das die Lösung durch das Loch gebackt ist? Oh. Wo die im Nebenraum lag und wir kamen nicht ran. Ja. Oh. Okay, was ist das? Oh Gott, was macht der da? Oh, ich habe Angst, dass einer von hinten kommt und uns packt. Spielst du das jetzt mit VR oder normal? Nein, ich spiel's nochmal, Gottes Willen. Ich will mir in die Hosen machen. Hier ist auch so ein Pad. Hier ist ein Pad, da kannst du Sachen eingeben irgendwie. Hier steht 10, 100, 200, 311, was immer das auch zu bedeuten hat. Und hier hinten ist auch nochmal so ein Pad zum Eingeben. Ja, das kommt sich ja dann gleich noch, ne? Ja, ganz hinten haben wir auch nochmal einen Zahlencode. Ist dunkel. Okay. Ein Saft drauf. Oh, kann sogar die Stühle nehmen, supi. Es ist unter den Stühlen irgendwas. Ja, hab ich auch gerade gedacht. Oh, kann ich mal aufhören zu lachen? Ach, ist ja gruselig. Also ist jetzt bräuchte mal wieder einen Stift, ne? In diesem Spiel braucht man einen Stift. Genau, Fine schreibt wieder, sehr gut. Ein anderes Spiel. Das ist mein Haarreifen. Hast in der Innenanstalt oder so? Mhm. Mhm. Ja, sind wir. Hört sich ganz danach an zumindest. Mhm. 10.06. 38. Tim. Office. Okay. Ich pack die Karten mal wieder in den ersten Raum rein hier. Ihr seid ja eh alle hier. Was für Karten hast du denn? Ne, hier die wir gefunden haben. Ach, die 2 von dem Johnson, Robert Johnson. Mhm. Was steht denn da drauf? Mit 2 und er braucht 7 Pillen am Tag. Stationäre Karte. Ja. Wo ist die? 7, 2.
Wo ist die Karte? Die hat Fine, glaube ich, Nee, hast ich du. hab die Ich Karte hatte die nicht. gerade gehabt und jetzt ist sie weg. sehr gut. Ich hab die auch nicht. Ja, so viel zum Thema wegbuggen. Was jetzt? Scheiße. Hast du gemacht? Wieso ist sie? Oh, wer schreit denn da wie so ein Idiot? Ich glaube, das ist der, der seine 7 Pillen nicht gekriegt hat. Was wer soll das sonst sein? Oh, blöd. 6-2-2, hast du mal probiert? 6-2-2. Ja, ist egal. Ich hab das zusammen. 6-2-1, hast recht. Ich hab mich vertan. Ist ja eine 11, keine Ja. 12. Ja. Aber ich weiß noch nicht, was das heißt. 10, dann wird's mehr. Auf jeden Fall keine. Ja, auf jeden Fall. Ja. Gleich hier. Das sind mehrere Zahlen, musst du da eingeben. Das sind genau 4 Zahlen sein, die da eingegeben werden müssen. Ah, da ist gar kein Saft drauf. Ich habe hier eben 16:06:88:98 gehabt. Alles genau angucken, ne? Diese Fehleingabe, die hört sich immer grausam an. Ja. Gucken. Weiternehmen. Ja, da ist aber nichts drauf, habe ich auch schon geguckt. Okay, wir kommen schon wieder nicht weiter. Fängt gut an, ne? Ah. Wäre ja langweilig, wenn das so schnell gehen würde. 2 hat ja irgendwas zu bedeuten dann, ne? Ja, aber auch Pillen pro Tag, 7. Auch die 7. Könnte das Diagramm vielleicht irgendwas aussagen? Ich krieg das Kissen nicht aufgehoben. Kriegt einer von euch das Kissen da weg? Nee. Das krieg ich auch nicht. Man dieses blöde Kissen nicht ran. Kann nicht so schwer sein, ey. Ich guck mir jetzt die Wände mal alle genau an. Taschenlampe wäre cool. Ja, Oh das wäre Gott. auch nicht schlecht, ja. Film pro Tag, 7. Da hinten schreien möchte ich gar nicht weiter. Aber das muss hier mit diesem Kästchen, was wir da aufgemacht, was zu tun haben. Ja, ich denke mal, da geht's weiter mit, ja. Das glaube ich auch. Oder vielleicht versucht einem 16:06 irgendwo mal überall versuchen. Achtundneunzig. Die andere. Was war das? 88? 98. Und hier ist ja auch nochmal die Sicherung hier, ne? In dem Sicherungskasten fehlt da. Ja, eben. Deswegen müssten, glaube ich, noch mehr Hinweise finden. Ich glaube, irgendwas übersehen wir. Kann ja nicht gewesen sein, dass es einfach nur. Also, die Stühle triggern mich auch ein bisschen. Ich nehme die jetzt mal mit. Ich gucke mir die im Hellen an. Dann mach ich mit. Okay, der sagt schon mal nichts. Weg damit. Lustig aus, wie wir hier mit diesen komischen Viechern rumlaufen. Hat er für Probleme? Hab bitte, bitte, bitte. Er Jetzt versucht noch. zu rappen. Ah, das ist das, gut. Ach, Kacke. Ach, das sind auch hier, das ist auch mehr als die Zahl, ne? Ich weiß Das gar sind nicht, wie 4 Zahlen. bist wieder du bist da, hier die mit den Karte. Zahlen. Ja, die lag eben schon wieder auf dem Schrank. Achso, ja, ich hab's auch ganz vergessen zu sagen, ja. 16:06, das hast du eben zusammengerechnet, hier, was hast du hier mitgemacht? Nee. Tim's First Office. Wer steht, wie heißt der Typ? Robert Dingensbums, warte.
Robert Johnson. Robert genau, Johnson, Robert okay. Johnson heißt er. Okay. Kann ich dem Typ die Karte vielleicht geben, dass er die haben will? Will er eine Karte haben? Nee. Robert? 16.06, das ist ein 10er Schritt rückwärts. 88 auf 98 ist ein 10er, also minus 10, das ist plus. Hat das irgendwas zu bedeuten, weil hier ja auch 10 und 100 steht? Warte, bin ich raus. Ich versuch's auch gerade zu lösen, ich komme auch noch auf keinen grünen Zweig hier. Minus 10, aber das macht ja keinen Sinn, so. Was ist das mit den Reagenzgläsern? Vielleicht müssen wir irgendwie... Aber wir haben halt nichts, wo wir was finden können, ne? Ja, das ist ja bei den Reagenzgläsern, ne? Dass die, dass hier das Reagenzglas zwischen 16.06 und dann ist das Reagenzglas hier nochmal zwischen. Das hat mit Sicherheit irgendwas anderes zu bedeuten. Wir sind zu doof wieder, um hier weiterzukommen. Ich feier voll die Party im Hintergrund, ey. Hammer. Schön mitmachen. Lass mich rein. Er sagt, lass mich raus und du bist rein, ja. Kann man da irgendwas lesen? Nee, ne? Schade. Ich kapiere das hier nicht. Das ist wahrscheinlich ganz einfach. Bestimmt, und wir sind immer noch zu doof. Den Namen kann man auch nicht lesen, ne? Sind dümmer als einfach, oder was? Das ist vielleicht 411, weil die 4 ist weggewischt. Hier steht was dran, aber ich kann es nicht lesen. An der Tür, ne? Ja. Geht mir genauso. Oh, der kann mal aufhören mit seinem Blödeb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 löd
Der Programm vergessen zu haben. In der Programm vergessen zu haben. Was, hä? Ja. Habe ihm gefragt, Ja. ein tägliches Tagebuch zu halten und es jeden Morgen zu lesen, um mindestens das Kurzzeitgedächtnis verstärken zu versuchen. Ich warte darauf, die Ergebnisse zu beurteilen. Unterschrift, Kickel, Krakel, Doktorschrift. Was ist hinten? Nix. Hast du geguckt, ja? Ja, nix drauf. Aber wieso gibt es hier kein Licht? So, ich rufe jetzt mal alles hier raus, was hier drin ist. Leg das hier Da. hin. Hier ist irgendein. Wäre schön gewesen. Was steht hier auf dem Boden? Ist auch irgendwas, ne? Mal plus plus minus. Ach, das ist für das hinten. Was war das? 10, 100, 200, 300 und das letzte war 11, ne? Also 10 mal 100 sind 1000. Plus 100 sind 1100, 1200. Nein, 10 mal 100, das ist plus, das ist minus. Hat doch keinen Sinn, oder? Da 10 mal plus 100. 1000 und dann plus 200 plus 300, richtig? Ja, sind 500. Ich Sind habe doch was 1500. Schönes hier. Und dann minus? Minus 11. Hier. 1489. 1489. Genau. Jawohl, das ist es. 1489. Kann man eine Art Zahl drin erkennen auch. Und ich habe hier irgendwas gefunden. Schmeiß hier auch alle Sachen mal draußen hin. Alles, was ich gefunden habe, rausgeschmissen. Hier kann man auf dem Spindregalbrett 200 oder irgendwie so vielleicht erkennen. Ja, 200 würde ich auch sagen. 200, Eben ja. hinten. Ich habe hier irgend. Ach, guck mal, das ist die Sicherung hier bestimmt. Jupp, Oh, wir Sicherung haben ist drin. Licht. Oh, endlich. Ah! Ich wusste doch, dass irgendwie hier wahrscheinlich irgendwas angeht. Oh nein. Hier hat einer schon fröhlich Zahlen getippt, ne? Ja, ich war das. Ich dachte, da wäre irgendwo der Lichtschalter. Oh, ganz viele Karten drin. Eine habe ich schon weggeschleppt. Hier sind Zahlen angekreuzt. 3, 5 und ein E. Das macht doch keinen Sinn. Warte mal, und hier ist ein Pfeil. Aber was will er denn schon wieder? 20, 70. Essen will Drei er. Fünftel. Essen. Ja, der will essen. Das sind drei Fünftel. Drei Fünftel E. Essen, drei Fünftel? Haben wir denn Essen? Haben wir es gefunden gehabt? Bis jetzt noch nichts. Wollen die von uns versorgt werden? Holen die die Pfleger, bitteschön. Wir sind vielleicht die Pfleger, wurden hier eingesperrt. Hier sind lauter so Briefe. Oh, kann er aufhören zu klopfen? Hallo, ich bin kein D-Zug, halt die Schnauze. Stimmt. Christina Lane. Ich habe hier Second Geburtsdaten. Lieutenant Robert und. Johnson, 1933, 17.3. Der strengt an, der Typ. Oh, was ist hier? Das hier gesehen in der Vitrine? Kann das einer nehmen? Oh, hier ist auch ein Dings Das ist dran. Zahlenschluss. Ja, hier ist auch was, ja. Mama, 1933. Probier mal. Oh, geht nicht. 19 geht nicht. Ich habe hier komische Zahlen. Ich habe nur die 8, die 6, die 2 und die 4. Okay. Okay. 8, 6, 2, 4 habe ich nur. 8264. Also hier auf diesen komischen Karten, die hier auf dem Tisch liegen, stehen auch überall Daten drauf, ne? Ach du Heilige. Ja, die habe ich da hingelegt, ja. Puh. 1936, das geht auch nicht. Da habe ich auch keine für. Warte mal, das könnte aber ein Hinweis sein, wenn da irgendwas ist mit. Könnte für die Spinde vielleicht sein. Wie viel sind das? 1, 2, 3, 4? 1, 2, 3, 4. Vielleicht ist das für die Spinne.
Ah, du kannst auch ran, so wenn du das Mausrad benutzt. Liegt hier auf dem Tisch? Essen. Wo liegt Essen? Nee, der will ja nur essen. Hier Ja, der drauf nervt. steht. Ach, die Geburtsdaten stehen hier drauf, ne? So, vier Ja. Spinde. Ja. Wen habt ihr denn da an Namen? Vielleicht müssen wir das einfach mal Robert abgleichen. Johnson hatten wir aber, achso, da hinten noch meinst du. Ja, auf diesen Kärtchen da. Bartholomew Fonnitz oder so heißt der Typ hier. 1936, 16.3. Nee, das ist es Jonathan jetzt nicht. Patterson? Oder Jonathan Patterson? Nee, das sind nicht die gleichen. Daniel Roberts habe ich, Lily Williams. Wir haben ja hier mit dem hier noch irgendwie Zahlen, ne? Eingekreist. Die 3, die 5 und die Pfeil auf die 20/70. Wäre 3,5, oder? Nee, das ist drei. 3,5? Das ist drei Fünftel. Helfen. 3 durch 5 sind, keine Ahnung was, irgendwas Krummes. Da ist noch so ein Schloss auf dem Ding. Den an dem. Wir Richtungsschloss. haben jetzt wieder einen Hinweis frei. Ja, dann machen wir den doch mal. Innerhalb eines der Büroschubladen gibt es Mitarbeiterkarten. Nutzt ihre Geburtsjahre, um ihre Also doch eisernen die Schiene Schränke zu sagt er. öffnen. Ja. Ja. Für die 1925. 1936. Haben wir noch irgendwo Karten oder? Der Brot Das ist ein hier. Ball drinne. Ding im Brot. 1928. Das kann ich nicht. Bringst du mir das Brot schon? Ich habe den Brot gebracht, ja. Ich habe eine Karte von Ich dir bekommen. Ach du hab Scheiße. Schlüssel. Viel Was hast Spaß du denn? damit. Welches Datum hast du denn? Ach, 19, also 1936 habe ich genommen. Ich habe 1928. Die habe ich schon Ja, dann. gehabt. Und ich habe einen Schlüssel, ne? Nur so. Ich weiß noch nicht Oder wofür, da ist nur aber. eine. 1925 hattest du auch schon gehabt, ja? 1931 hatte das schon einer? Nein. Nee. Hier ist nur ein Messer drin, auch in dem einen Schrank. Ein Hackebeil. Kriege ich nicht genommen. Warte, was ist das hier? Was? Film? Kann das irgendwie, klappt das bei mir mit dem Nehmen? Eine Batterie. Batterien sind das, ne? Batterien, wo brauchen Ah, wir okay. Batterien für? Ja, Hast du mal mit dem Schlüssel hier hinten den Schrank in der Ecke versucht? das ist ein genau. Zahnschloss. Ach, der da, warte mal, Hier, der. genau. Ja, nee, hab ich nicht. Das geht. Den hab ich gar nicht gesehen gehabt. Ach, hier, warte mal, da ist irgendwas angegangen. DA. Ja, auf die Knöpfe angedrückt. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Aber hier wird ja jetzt DA angegeben. Kann die aber nicht rückgängig machen, die Wo? Knöpfe. Hier in der Ecke, seht ihr das nicht? Ich hab's gesehen, die ja. Da in der Ah, Ecke. da. Genau, da. Da. Keine Ahnung, was du damit gemacht hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch keine Ahnung, was ich damit gemacht habe. Aber er hat sein Essen hätte man schon mal sehr gut. Oh, das ging ja überhaupt nicht. Auf der anderen Seite von dem Raum gucken, waren wir ja schon drin? Nee, da waren wir noch nicht, auch nicht rein. Da sind viele Batterien, ne? Ja, ich weiß aber auch noch nicht, wo wir die für brauchen. Batterien hatten Es sind hier noch. Oh, hier sind auch. Auf dem einen Kasten sind auch noch Zahlen drauf, ne? Hier hast du so eine Karte mit Zahlen von dem bekommen, ne? Ja, genau, die habe ich auf den Tisch gelegt. Da. Stationäre Karte von Jennifer Bright, 6. Auf dem anderen war 2, ne? Ach, das ist Och, eine habe ich mich gerade mathematische erschreckt. Folge. Da ist ein kleiner Mann wach geworden. Na? Oh, wo ist er denn? Oh Oh. Gott. Was Oh, war hallo, das? Süßer. Alles okay? Nein, ich tu mal gerade, mach mich mal kurz Ja, muten. klar. Da kam gerade jemand von hinten. Ja, habe ich mitgekriegt. Leider Gottes. Ja, Aber
Aber ich würde mir auch in die Hose machen, wenn mich jetzt einer anfassen würde. 43, 30, 20, 12, 16, 6. Ich bin immer noch hier mit dieser Karte dran an der Wand, ne? Also irgendwas muss es dazu sagen haben. Das sind Richtungen nochmal. Sind das nicht Richtungen hier vorne? Ja, Das ist das noch kann Richtung sein. Schluss. Ja, doch. Schloss. Das ist die Frage, wie lesen wir das? Machen wir mal 3 und 5. Oh, bist du dran? Warte mal, mach mal runter, hoch, links. Und dann mach mal runter, links. Kann nur vier. Also du kannst nur 4. Okay, das ist natürlich jetzt blöd, ne? Kannst du, was du dir überlegt hast, ist immer über den Haufen geschmissen worden. Sehr schön. 3 und 5 ist eingekreist, aber beide gehen nicht. Das eine sind 3, das andere sind 5 Zeichen. Und manchmal, vielleicht hilft dir das ja weiter. Also oben ist die Zahl 2, nach links ist die Zahl 4, nach unten ist die Zahl 8 und nach rechts ist die Zahl 6. Hilft das vielleicht irgendwie weiter? Nicht wirklich. Sag doch gleich nein. Was ist Fine? So, ich schläft schon wieder. Oh, ich komme Fine. schnell. Ja. Eine Zwei, sechs, Zweierreihenfolge. acht, vier. Zwei. Was habt ihr? Ich habe hier diese Zahlenreihenfolge. Ja, wir versuchen gerade den Schrank hier aufzunehmen, den Holzschrank. Mit dem hier ist in der Richtung. Aber das klappt noch nicht so richtig. Hast du gut ausgedrückt. Links, rechts, runter, Also rechts. diese komische Karte habe ich da entschlüsselt. Da kommt unten eine 2 hin, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Zwei. Und unten mit zwei hin, okay. Ah, warte mal, warte. Nee. Die geht nach rechts. Vielleicht, wenn wir nach rechts drücken, da an dem. Nach rechts Ja. ist die Zahl 2, oder was ist rechts, Nee, nach oder? rechts ist jetzt die Zahl 6. Die Zahl 6. Ist auf 3, 5, 6, 6 vielleicht? Ich eine 5 hin? Weiß ich gar nicht. Nee, hier gibt es ja auch noch ein Schloss daneben mit Zahlen tatsächlich. Ich war überlegen, ob man irgendwie damit jetzt die Zahlen hätten rausbekommen können, weil hier unten eine der Richtungs-Es in Anführungszeichen hier eingekreist ist. Ach so. Aber ich glaube, nee, das reicht nicht. Ey, keine Ahnung, ey. Ich hoffe das nicht. Wie kommt man nochmal ranzoomen? Das Mit kannst du. Mausrad. Wenn du das F gedrückt Ja. hast, kannst du mit dem Mausrad ranzoomen. Oh ne, ich will hier. Auf dem Kästchen steht Nee, das geht irgendwas. nicht. Das geht nicht. Auf welchem Kästchen? Wo bist du? Hier in dieser Ecke. 1, 2, 3, 4 sind das Zahlenschloss. Ist hier unten oder was? Was meinst du? Ja, das, was da unten Das drauf ist einfach ist. nur wie das Pad oben. Ach so. Das ist auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, 0, E. Sage ich das hier oben, wie das ist ein Safe, ist das hier. Genau, wenn wir nicht weiter wissen, haben wir immer noch das H, ne? Können ja immer noch Hilfe holen. Genau. Guck mal, ob sich hier irgendwas getan hat. Oh, was ist hier? Der Schrank ist auf. Warte.